So, jetzt habe ich mal das Knistern für euch. Ich wollte es in der Schaltung weiterarbeiten. Also ich berühre hier nichts. Der Lautsprecher, alles ist fest verbunden. Es gibt hier auch irgendwie keine lockeren Kontakte oder so. Schalte ich mal an. Das ist dieses Lötzinn. Und das Problem ist, wenn ich jetzt den Superhead für euch entwickle, habe ich ein bisschen Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel einen gewissen Arbeitspunktwiderstand für die Endstufe reintue, der mir quasi die halbe Betriebsspannung bei der AB-Endstufe einstellt. Oder wenn ich hier in dem HF-Teil, hier ist der NF-Teil, aber wenn ich hier im HF-Teil irgendwas entwickle, habe ich dann quasi Angst, dass ich, wenn ich euch das schicke, dass dann bei euch die Werte nicht passen, weil ihr habt ja zum Beispiel dieses Lötzinn hier. Da steht es, glaube ich, sogar irgendwo drauf, Qualitätslötzinn. Und das ist auch wirklich, mit dem kann man wunderbar löten. Das ist ein sehr gutes Lötzinn. Aber mit diesem, ja, mit dem Teil von Konrad gibt es eben diese Ergebnisse. Das heißt nicht, dass das alles von Konrad irgendwie so ist, aber das, was ich hier habe, und wie gesagt, aufgrund meiner Krankheit muss ich leider das heute hernehmen. Und ich will auch schauen, dass ich heute die Platinen dann quasi verpacke und für den Versand vorbereite. Ich will einfach nur ein Update, dass ihr das seht, wie das ist. Ich weiß nicht, weil ich habe noch nie so eine Rolle mit so etwas gehabt, seit ich mich erinnern kann. Ich habe schon oft mit Bleifreilot gelötet und selbst das war, hat nicht diesen Effekt hier mit dem gemacht. Okay, gut, wollte ich einfach nur zeigen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und grüße Stefan.